So Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Im letzten Part haben wir die Aqua Story beendet. Und nun begeben wir uns erstmal auf Schatzsuche. Auf Schatzsuche. Genau. Wir sind hier im Land des Aufbruchs. Schämst du dich nicht, dass du Terra nur auf einem Stern hast? Hier in dieser ersten Welt. Hier in dieser ersten Welt fehlen uns vier Truhen. Die werden wir alle einfach reinkatten. Wir werden jetzt erstmal auf Screen suchen und dann, wann wir auch immer eine Truhe gefunden haben, cutte ich das rein. Ah, jetzt wie zum Beispiel gerade. Ja, das sowieso. Aber ich will tut mir leid. Ja, alles gut, sagen. Wir können ja dabei auch mal diese Welt hier begutachten. Ich glaube, das sieht man jetzt auch zum ersten Mal, wie das hier so aussieht, nach der Zerstörung. Keine Musik auf jeden Fall. Interesting. Kann ich First Person geben? Ja, kannst du in Kino Nummer 2 auch. Ich hab's nie benutzt. Noch nie. Wo ist hier die Map eigentlich? Warum gibt's hier keine Map? Weil er noch nicht die Map-Schatztruhe geholt hat. Ah. Ja. So, drei Truhen fehlen dir noch, da hast du schon mal die. Oh, da sind sogar die zwei. Ich will immer nicht Y. Ja, Dreieck, ne? Ja, den King of 3. Das ist so schlimm jedes Mal bei jeder Truhe. Dann brauche ich das ja gar nicht cutten erstmal. Dann lasse ich das erstmal. Dann können wir diese Welt mal auch appreciaten, Leute. Jedes Mal, wenn ich einen Wasserfall sehe, dann. Versuchst du rein. Da ist die letzte Truhe. Wo? Hallo, da. Ach, das ist jetzt die vierte, oder? Ja, wir haben schon jetzt alle hier in der Welt gefunden. Genau. Ich finde, die Welt ist doch relativ klein. Fesseln. Das sind ja alle Stack-Kommandos, ne? Naja, wir gucken uns das Offscreen an, wenn wir uns was angucken, und wir sehen uns in der nächsten Welt. Genau. So Leute, da im Zwergenwald könnt ihr euch vielleicht noch an diese Truhe hier erinnern. Da konnten wir nicht hoch, weil wir keinen Double Jump hatten, aber jetzt. Das ist sogar direkt am Speicherpunkt, der Innenhof. Feuige Explosion haben wir hier bekommen. Die haben wir schon mal gehabt, die haben wir selber kombiniert, oder? Richtig, ja. Das war auch die letzte Truhe, die uns hier gefehlt hat. Das heißt, wir cutten zur nächsten Welt. Genau. Bis gleich. So Leute, und zwar befindet sich die letzte Truhe, die wir suchen. Im verwunschenen Reich. Genau, am Thron von Malefiz. Malefiz? Ich meinte Jotze, tut mir leid. Verwirrschlag haben wir bekommen und jetzt sehen wir uns in der nächsten Welt. Genau, ich glaube, du kannst einfach runterspringen, dann wirst du direkt zum Speicherpunkt geschickt. Perfekt. Wo sind Punkte? Da ist die Truhe. Da ist die Truhe. Du musst aber so viele Punkte machen, wie es geht. Du musst einmal alles treffen, alle berühren musst du einmal, ohne einmal runterzufallen. Jedes einzelne von denen. Ich kann das schon, ja schon. Du darfst zu diesen Seiten nicht rausgehen. Du musst jedes einzelne Ding von denen treffen. Genau, jeden einzelnen. Da oben ist auch noch einer. Und dabei darfst du nicht auf den Boden fallen, soweit ich weiß. Captain Justice, ja, Alter. So, welche fehlen denn noch? Unten. Okay. Woran kann man denn erkennen, dass man den berührt hat? Genau. Schon. Ah, da unten links ist auch noch einer. Genau. Und unten rechts wahrscheinlich auch. Ja. Ah! Irgendwas. Ah, jetzt, guck, ist offen. Eich! Hoch mit dir! Seht ihr? Die Truhe kommt man nur ran, wenn man alle Dinger berührt. Auszeit. Dann Auszeit haben wir uns jetzt gebildet, würde ich mal sagen. Richtig. Das ist dieser Tanz, den wir machen, ne? Soweit ich weiß, glaube ich. Echt? Ja. Naja, Leute, hier fehlt noch eine Truhe in der Disney-Stadt. Und die ist, glaube ich, auch irgendwo. Ich glaube, die ist ganz oben rechts. Hoffe ich mal. Hier oben? Ja, geh versuchen, ganz oben rechts, da oben rechts. Ja. Ja. Sollte sie, glaube ich, sein. Oh, da war ein Schlitz drin. Oder haben wir sie schon gesammelt? Ich glaube, die haben wir schon gesammelt. Nee, haben wir nicht. Perfekt. Jawohl, guck mal, Leute, wie ich das weiß. Sonst bin ich immer so jemand, der vergisst alles, aber. Big Brain. Die Sachen vergesse ich nicht. Langzeitgedächtnis einfach. Ja. Langzeit. Luftstarkato. Erneut, wow. Und jetzt können wir da in die Mitte reingehen und daraus dann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Welt für die nächsten Truhen. Nein. Flashbacks von Super Mario Sunshine kommen zurück. Dreckspinball. Leute, spielt keine Glücksspiele. Bleibt clean. Ja, einer sollte relativ am Anfang sein. Ist das schon einer? Das ist der. Wir sind im tiefen Weltraum, Leute, und wir haben eine große, große Tour. Wie haben wir den übersehen, Leute? Ich glaube, es war einfach so, weil wir weitermachen mussten wegen der Story. Stimmt. Ich schätze mal, es sind auch viele solche Kisten, die einfach übergeblieben sind. Ja. Also in dieser Welt fehlen uns jetzt noch vier weitere. Wir haben einfach die Umgebungskiste nicht gefunden. Warum nicht? Oh mein Gott. Okay, vier Truhen noch, bis gleich. So Leute, wir haben hier einige Truhen gefunden. Genau, die sind wahrscheinlich alle hier. Oder alle, denkst du? Mal gucken. Schauen. Ein Mega-Ether. Ein Mega-Ether. Ether. Soweit ich weiß, wenn man hier, glaube ich, reinkommt, ist schon hier alles unter. Wie nennt man das? Unter
Also, dass die dann so hochfliegen, weißt du? Ach, du meinst, Schwerelosigkeit? Ja, genau. Ich glaube, die anderen Truhen sind da drinnen. Ich guck mal. Waren wir jemals in diesem Raum? Ich kann mich nicht dran erinnern, um ehrlich zu sein. Die sehen wir ja gleich, wenn das so sagen. Wir waren noch nie hier. Okay, da ist eine große Truhe. Und sogar ein Speicherpunkt. Dann fehlt dir aber immer noch eine. Ja, wir können ja schon mal speichern, weil die ganzen Truhen, die wir gesammelt haben. Super Angriffsformel. Eine Formel für Super Angriffskommandos. Die Wirkung zeigt sich bei der Kommandofusion. Ah. Okay, ein Rezept. Interessant. Speichern wir mal. Gibt es Orte, die wir noch nie in so einem Leben gesehen haben. Ja, voll geil. Aber dass man die auch komplett durchlaufen kann, ohne... Ohne dass... Man kann die Welt abschließen, ohne dass man hier war. Ich mag sowas ja eigentlich überhaupt nicht. Dann vermute ich, dass die letzte Truhe... Ich glaube, das ist in dem Raum da ist, weil da waren wir doch gar nicht. Dann rein da. Hier ist nichts weiter. Hä? Warum ist da ein Raum? Ach, ich glaube... Das ist doch gelogen, guck oben auf die Map. Ich glaube, für das hat nichts mit Aqua Story zu tun, sondern die Story für die anderen. Dass es dort wichtig wird. Sehen wir die Räume da zwangsweise vielleicht auch? Guck mal nach oben, bitte. Die ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Wie kommst du da hin? Schwerelosigkeit, schätze ich mal. Ja, erstmal anmachen. Aber das Ding ist, dann fliegt ja diese Truhe auch herum, ne? Du musst dir echt merken, X zu drücken. Ja, es ist... Traurig. Schwerelosigkeit! Dann da hoch! Guck dich um, okay, hier ist sie nicht, dann muss sie da irgendwo sein. Verbindungstrakt. Kennen wir schon, aber ist da? Ja, hier ist sie hundertprozentig. Hier ist sie hundertprozentig. Irgendwo hier liegt sie. Ach, da guck drüben. Mal da hinten, Mensch. Da hinten ist auf dem Balkon. Ich wollte schon sagen, hier ist doch noch eine Kiste, die steht ja aber nur rum. Hier, Leute. Die haben wir übersehen. Ja. Die war auch gut versteckt, aber. Die war echt gut. Da haben wir jetzt alle Kisten aus dieser Welt gesammelt. Anti-Glavra. Krass. Okay, du kannst eigentlich direkt hier reingehen, weil da ist ein Speicherpunkt. So Leute, uns fehlen noch zwei Schatztruhen und die sind beide im Schlüsselschwertfriedhof, also sehen wir uns auch dort. Und jetzt mach Fleck die ganze Zeit, mach. So Leute, wir sind jetzt bei dem Schlüsselschwertfriedhof und haben jetzt noch zwei Truhen zu suchen. Die eine ist hier. Hallo. Und ich werde, die andere ist da drinne. Das könnte gut sein. Ah, hallo! Das fassen wir nicht an. Können wir wahrscheinlich noch nicht hin, glaube ich. Aber das ist bevor du. Freund. Erklär mal bitte, was ist denn das Ding für die Zuschauer? Okay, Leute, ich werde sagen, das hier ist ein sogenannter Secret Boss. Die fassen wir aber noch nicht an. Ach, sowas wie die Silhouetten aus Teil 2, ne? Genau. Okay. Nur krasser. Dann wissen wir. Echt? Dann wissen wir Bescheid. Mehr erzähl ich nicht mehr. Nimm die letzte Truhe. Krass. Wir nehmen jetzt die letzte Truhe da hinten und dann. Das ist die allerletzte Truhe, Leute. Die allerletzte Truhe. Nimm Was sie. Was ist denn drin? Nimm sie. Darf ich drücken? Ich darf. Oh mein Gott. Und es war ein Elixier. Wow. Okay, Leute. Das war's dann jetzt auch. Mit Aqua. Kingdom Charts. Das geht in die Charts. Wow. Das muss ja sein, ne? Aber wir müssen zurücklaufen den ganzen Weg. Warte mal, ist hier. Das machen wir ausgehen. Das brauchen wir ja nicht sehen. Naja, Leute. Ja, okay. Ihr wisst Bescheid, im nächsten Part ist dann Lentus mit seiner Story dran. Das heißt. Freut euch. Guter Content ist zu Ende, richtig. Guter Content ist zu erwarten. Zu Ende, habe ich gesagt. Wollt ihr jetzt noch was sagen? Bleibt clean, Leute. Ich hoffe, hier ist ein Speicherpunkt noch. Gab es den Speicherpunkt? Wir müssen zurücklaufen. Heilige Scheiben. Heilige Scheiben? Heilige Scheiben. Oder kannst du Komm, sag was Seriöses. Ich habe schon voll viel erzählt. Es war schön, Aqua zuzusehen und Kawa zuzusehen, wer kämpft, was für Strategien er benutzt. Und ich bin hoch erfreut, dass jetzt das schon mal fertig ist, weil dann kommen wir näher zu mir, weil ich habe Lust, auch Terra zu zocken. Jetzt einfach, jetzt einfach ein Jahr warten, bis ihr spielen konntet. Ne? Ja, wir mussten jetzt ein Jahr warten, bis wir spielen konnten. Und jetzt muss ich auch noch geduldig warten, bis Mikhailovic fertig ist. Ich meine, theoretisch sind zwei Jahre, weil wir gerade im Jahr 2022 sind, bis hier gerade aufnehmen. Ne? Ich meine, sonst dürfen wir uns ja gar nicht treffen. Okay, Leute, bleibt clean und wir sehen uns dann im nächsten Part von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Okay. Haut ab von den Tornados, Leute! Lasst euch niemals von einem Tornado treffen! Nein! Oh! Ah! Ah!